Wir haben uns erst letzte Woche getroffen bei 50 Jahre teichwirtschaftlicher Beispielsbetrieb Höllershof vom Bezirk Oberpfalz. In dem habe ich vor 45 Jahren gelernt, mit vollem Ehrgeiz einen teichwirtschaftlichen Betrieb in dieser Zeit hier im Landkreis Zirchenreuth in Bernau sowie in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Schwandorf etabliert, aufgebaut. Aber jetzt sind wir an einem Kipppunkt angelangt, wo wir uns sehr schwer tun werden, wo ich nicht weiß, was ich meinem Sohn als Empfehlung mit auf den Weg geben soll, wie er weitermachen soll. Nämlich unser größtes Problem, der Fischotter. Neben den Kormoran, Graureiher, Silberreiher, möglicherweise teilweise auch für die Winterung der Biber, haben wir ja schon eine ganze Latte, eine ganze Menge an Fischereischädlingen, mit denen wir täglich zu kämpfen haben. Aber das i-Tüpfelchen hat jetzt der Fischotter draufgesetzt. Und wenn da nicht bald was passiert, dann wird das Ende der bayerischen Teichwirtschaft bedeuten. Zumindest da, wo der Fischotter vorkommt. Als ich vor 45 Jahren gelernt habe, da haben wir nicht einmal gewusst, provokant gesagt, wie wir Fischotter schreiben, geschweige denn gewusst, wie einer aussieht, geschweige denn einen gehabt. Die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, hat es begonnen, die Oberpfalz massiv und spürbar erreicht seit 2016. Und die Höhepunkte waren die letzten 3 Jahre, jedes Jahr. Ja, das kann man nicht mehr steigern, die Flüsse, aber sie sind trotzdem wieder steigerbar, weil einfach der Fischotter hier nicht mehr klassisch, wie er vor ein paar hundert Jahren einmal gelebt hat, wie er sich verbreitet, sondern in einer schon maximal optimalen Kulturlandschaft, wo Fische produziert werden, wo Amphibien vorhanden sind, die auch sehr massiv frisst. Das ist nicht zu unterschätzen, laut Gutachten, wenn man das hochrechnet, kommt man da auf fast 100.000 Amphibien pro Saison, das sind ungefähr 5.000 Kilo. Das sollten sich immer auch die Schützerverbände überlegen, ob das denn so gewollt ist, dass man auch der Fisch oder die Fische, nicht nur die Fische wegfrisst, sondern auch die Amphibien. Je nachdem, wie viele Fische das in einem Teich sind, können die Schäden, die Stückzahlschäden bis zu 100% betragen, wenn die Zahl der besetzten Fische eher überschaubar ist. Je mehr Fische, das man setzt, ist ja logisch, umso mehr Fische werden auch noch im Verhältnis da sein. Aber wenn Sie jetzt nur 300, 400, 500 Fische setzen in einem Teich, das ist für den Otter machbar, in einem Jahr den komplett auszulernen, ohne dass nur ein einziger Fisch mehr übrig bleibt. Wir haben nicht nur eigentlich die Schäden in der Teichwirtschaft, wir hätten, aber da haben wir wahrscheinlich die allerschwächsten Karten, die ganzen Schäden in den freien Gewässern, in den Flüssen, in den Baggerseen, da wo wir für unsere Vereinsmitglieder oder Verbandsmitglieder vom Landesfischereiverband Bayern für eintreten. Aber die zu verhindern in freien Gewässern, das wird eh schwierig werden. Die einzige theoretische Chance wäre nur an erwerbsteichwirtschaftlich genutzten Teichen, die zu dezimieren. Und dafür wird es auch zumindest theoretisch eine Rechtsgrundlage geben. Und da ist die Bayerische Staatsregierung aktuell drüber, im speziellen Fall das Landwirtschaftsministerium, dieses umzusetzen, dass es rechtssicher ist. Wenn du am Morgen an eine Teichanlage kommst, je nachdem, wo er gerade da war oder nicht, siehst du teilweise die Reststoffe der Fischerei am Teichstamm liegen. Manchmal, wie bei Stören erst vor kurzem wieder, legt er dir 10, 15, 20 Störe auf einmal raus, frisst immer nur einen Teil von dem Herz raus, von der Kimmenapparat bzw. von der Leber. Den Rest lässt er liegen, je nachdem, ob der Fuchs gerade in Symbiose mit ihm zusammenarbeitet, holt der Fuchs die dann weg oder nicht. Gleichzeitig sieht man oft, wenn der Fuchs wirklich da war,
das am Verhalten der Fische. Die Fische sind verstört, sie sind eigentlich traumatisiert. Das ist beängstigend, welches Leid, das diesen Fischen da zugefügt wird. Aber das interessiert den Schützer nicht. Es gibt Fische, da fehlen Teile von der, ja, von der Bauchhöhle. Sie sehen die Gedärme offen da liegen. Oder die müssen noch weiter qualvoll schwimmen oder werden irgendwann qualvoll verändern. Es holt dann ein anderer Prädator die Fische weg und frisst die dann. Möglicherweise, wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben, werden sie über Wochen in bis sie halt einfach eingehen, aufgrund von irgendwelchen Organschäden, verenden. Es ist brutal und das geht einfach nicht. Ich bin auch nur der Bürgermeister von Bernau. Da hat man im 18. Jahrhundert den letzten Bären mit einem riesigen Aufwand ausgerottet. Das sage ich deutlich, ausgerottet. Wollen wir den jetzt in Bernau auch wieder einführen? Nur weil auch der Name Bernau schon so ist. Ich sage nein. Man muss Dinge in einer angepassten Gesellschaft, in einer angepassten Zivilisation regeln. Und dazu gehört auch die Hege. Ich betone die Hege. Hege bedeutet, dass man ein Tier niemals ausrotten kann, von der Art her, sondern man muss es qualifiziert bejagen, damit es sich nicht überhand nimmt, damit sie nicht sinnlos irgendwo Schäden verursacht und vor allen Dingen, dass es auch selbst keine parasitären Probleme bekommt, weil wenn ein Überbestand an Ottern da ist, dann wird das zeitversetzt, aber so viel Zeit haben die Fischerei nicht mehr, sich selber wieder erledigen, weil man dann Parasiten bekommen, es werden Krankheiten kommen. Ich möchte nur sagen, Schweinepest, die afrikanische Schweinepest, wo kommt das her? Ich möchte nur sagen, die Vogelgrippe, wo kommt das her und so weiter. Ich fordere deshalb alle Schützerverbände auf, die aktuelle Verordnung vom 1. Mai nicht zu beklagen und uns Teichwirte zu unterstützen, dass wir weiterhin ein wertvoller Partner sind für Ökosystemleistungen, die wir nicht bezahlt bekommen, kostenlos. Rein theoretisch könnte man einen Zaun bauen, aber Zaunbau lehne ich persönlich aus mehreren Gründen ab. Hauptgrund ist natürlich, ich müsste für über 2,2 Millionen Euro Zäune bauen, wenn ich all meine Teiche vor Motter schützen müsste, geschweige denn von den Unterhaltskosten. Dann gibt es einen Zu- und Ablauf von einem Teich, der müsste wiederum besonders geschützt werden. Besonderer Schutz bedeutet aber auch zusätzlichen Kontrollen, damit es keine Verstopfer gibt. Weil sonst haben sie ja einen Zwangseingang für den Otter. Das wird nicht funktionieren und ich möchte, und da bin ich wieder beim Ausgangspunkt, 45 Jahre habe ich die hauptberuflich in diesen Berufszweig eingestiegen, ich möchte nicht hinter Zäunen arbeiten. Das ist paradox für mich, wenn man hinter Gittern, da können sie ja gleich hinter einem Gefängnis arbeiten. Ich möchte nicht hinter einem geschlossenen Teich ständig Jahr ein Jahr aus arbeiten. Sie müssen auch davon ausgehen, Bäume fallen drauf, die Unterhaltsarbeiten, mähen müssen sie, es sind unbeschreiblich hoch, es wird nicht funktionieren. Ich persönlich lehne Zahnbau ab. Wenn all unsere Rufen nach Hilfe, nach Unterstützung bzw. nach Entnahme nicht gehört werden sollte, dann wird das Ende der bayerischen Teichwirtschaft sein. Ich habe es schon mal erwähnt, vor allen Dingen da, wo der Otter da ist, weil das nicht mehr kalkulierbar ist. Es ist einfach nicht mehr planbar, eine Teichwirtschaft darzustellen. Die Tradition, die gerade in der Oberpfalz, aber auch in Niederbayern, Teilen von Niederbayern, die Teichwirtschaft hochgebracht hat. Wir haben allein im Landkreis Tirschenreuth 4.000 Teiche. Wir haben in der Oberpfalz 14.000 Teiche. Wird verschwinden. Diese Teiche, die teilweise von nicht allen Leuten gesehen wird, aber die da sind in der Kulturlandschaft, die man als selbstverständlich hinnimmt, die wird man dann erst wahrnehmen, wenn sie nicht mehr betrieben wird, wenn das dann verbuscht, wenn dann einfach diese Ökologie zusammenbricht und dann wird diese Tradition vermutlich besser wahrgenommen wie aktuell. Und ja, aber dann ist es so spät.